Ja. Und ich habe auch sozusagen dann noch ein Studium Universale letztendlich gemacht, weil ich gesagt habe, für mich, nee, Psychologie, da komme ich nicht weiter. Dann habe ich Evolutionspsychologie, Psychobiologie, Wirtschaftswissenschaften, Betriebswirtschaftslehre. Ich habe überall reingeschaut, wo es ging. Also habe mir selbst das Studium Universale und Studium Generale geholt. Und die Professoren haben dann sehr früh über mich geschrieben, Ausnahmetalent der Wissenschaft und so weiter. Weil einfach ich wirklich immer ganz klar gesagt habe, ich muss für alles ein offenes Ohr haben. Ich habe sogar die Bibel gelesen. Ich habe ja, also ich habe Auch gesagt, nicht ich verkehrt. muss doch offen sein für alles. Ja, genau. Und man muss einfach sehen, Felber hat ja auch mit seiner Wissenschaftskritik zum Teil völlig recht. Also ich würde so weit gehen zu sagen, dass das, was heute als Wissenschaft benannt wird, im Sinne jetzt der Gründer der Wissenschaft, also wenn wir Sokrates, Plato und Aristoteles da mal heranziehen, dann sind das keine wahren Wissenschaftler, sondern käufliche Sophisten, die Bildungswissen, also Werkzeug, Faktenwissen für irgendwelche Zwecke einsetzbar machen und damit Geld verdienen. Das waren die Sophisten, das waren die Gegner von Sokrates und der Wahrheitswissenschaft, die da ansetzte. Und dementsprechend sage ich, ich möchte da zurück. Wir brauchen einen System Change, einen Systemwandel, nicht nur in Politik und Ökonomie, wir brauchen ihn auch in den Wissenschaften. Die Wissenschaften dürfen sich nicht als Werkzeuglieferanten für Unrechttäter oder Weltzerstörer weiter verhalten, sondern das Wichtigste an der Wissenschaft muss sein, uns die Verantwortungssteuerung zu eröffnen. Da können die Wissenschaftler jetzt sagen, ja, aber das sind ja Werte und da können wir doch nichts mit, wir sind nur mit Fakten und sowas. Das ist Unsinn, weil Wissenschaft hat als Grundbedeutung vernünftiges Sammeln und Ordnen von Wissen. Und keiner wird es als vernünftig ansehen, dann nur Werkzeugwissen zu sammeln, aber nicht die Kenntnis, wie man mit den Werkzeugen verantwortlich, sinnvoll oder verantwortlich umgehen kann. Und wenn die Genau, Wissenschaft das nicht macht, der Weltrat der Weisen wurde gegründet, rund um den Greta Thunberg hat ja ihren ersten Schulstreik gemacht am 20. August 2018, und ein paar Tage vorher und ein paar Tage nachher haben sich die Professoren zufällig zeitgleich zusammen telefoniert, weil sie gesagt haben, wir brauchen eine neutrale Instanz, wo sehr viele dabei sind, die völlig aus wirtschaftlichen, marktwirtschaftlichen, universitären Zwängen schon raus sind, weil sie emeritiert sind und so weiter, ja. Und die dann so, oder so Leute wie ich, die sich ganz bewusst aus allen Zwängen rausgehalten haben. Ich habe also nur in den ersten Jahrzehnten Psychoanalyse, Psychotherapie und ähnliche Jugendsünden begangen und habe mich dann aus allem rausgehalten und habe mich dann wirtschaftlich sozusagen völlig unabhängig gemacht, damit eben auch, und deswegen bin ich ja dann auch eingeladen worden, hier mitzumachen, weil es eben immer so mein Lebensziel war, wir brauchen doch eine nicht von finanziellen Interessen abhängige Institution in der Welt. Und das ist jetzt dieser Weltrat, dem ich mich jetzt dann angeschlossen habe. Ne? Ja, finde ich soweit gut. Wobei ich füge mal frech hinzu, die Freiheit liegt nicht nur daran, ob wir schon emeritiert sind, also unsere Gelder uns nicht mehr so gestrichen werden können oder ob wir auf andere Weise dann Geld verdienen. Sie wissen sicherlich ja, also ich lebe seit 30 Jahren völlig ohne Staat und Geld. Und ich bin der Ansicht, wir brauchen einfach auch den Mut, Nein zu sagen zum System. Nicht nur, wenn das System sagt, ja, hier kommst du über die Runden in dieser oder jener Ecke. Wir müssen aus den Ecken raus und wir müssen sagen, wir brauchen euch nicht, wir machen uns nicht von euch abhängig oder korrumpierbar, sondern uns geht es nur noch um die Wahrheit. Und das ist dann auch der Ursprung der Wissenschaften und die Wesenserfüllung der Wissenschaft, ihre höchste Dimension sozusagen. Und ich will auch noch hinzufügen, wenn wir das nicht machen oder wenn die Wissenschaft nicht diesen System Change durchmacht, woher soll denn dann die Orientierung, die Werteorientierung weiterhin kommen? Weiterhin jetzt aus irgendwelchen Ideologien, nicht wissenschaftlichen Ideologien oder Religionen oder aus Machtgeklüngel oder bei den einfachen Leuten auf der Straße, die dann nach ihren Konsuminteressen gehen? Wer verspricht mir mehr für die nächsten 4 Jahre? Das heißt, die Wissenschaft ist die höchste Form, wie wir uns geistig organisieren wollen. Und wenn diese höchste geistige Organisationsstufe nicht auch die höchsten Orientierungsaufgaben sich stellt, dann werden sie vernachlässigt. Listen to the science, unite behind the science, aber nicht einer kapitalistischen Dienstmarkt, sondern einer wirklich offenen Diskussion, einer wirklich ganz offenen Diskussion, ausgehend von Sokrates, ich Genau. weiß, dass ich nicht weiß oder dass ich nichts weiß oder wie auch immer, dass das interpretiert wird. Ja, und Sie merken es ja, dass wir, ich hoffe, Sie haben jetzt gemerkt, dass wir vom Weltrat,
eben nicht hingehen und sagen, ach, was Sie denken, ist falsch, sondern stellen wir das doch nebeneinander und das diskutieren wir alle offen über alle verschiedenen Denkansätze, denn nur am Ende, da stimme ich Ihnen voll zu, ohne die Wissenschaft kann es keinen gekonnten System Change geben. Ja, genau. Genau. Da müssen wir zusammenwirken, dass diese System Changes in der Gesamtgesellschaft und gerade auch in der Wissenschaft zustande kommen. Ja, ja, also deswegen, also vielleicht habe ich morgen wieder einen Talk im 10 mit einem anderen Weltverbesserer. Ja, ich habe schon getalkt mit dem Bandbreitenmodellbegründer, vielleicht schon mal gehört, dann mit der International Work Group Begründer habe ich telefoniert. Es geht morgen vielleicht um eventuell und übermorgen dann vielleicht um Gravido, vielleicht schon mal gehört, Geld, neues Geldsystem. Ja, Gravido? Ja, schon von gehört. Ja, und so, das heißt, wir sind offen dafür, mit jedem und die Rede, mit der Redezeit, und das können wir dann ja auch mit 3 Leuten machen, mit 4 Leuten über Telefonkonferenzschaltung oder wenn jemand sich auskennt mit Zoom, ja, also da kenne ich mich nicht aus, ich kann nur diese Telefonkonferenz. Und das mit 20 Leuten schützenfalls oder so, ja. Hauptsache es klappt was. Was? Hauptsache es klappt was. Ja, Hauptsache es funktioniert. Und genau. Ich finde das total praktisch mit dem Telefon, muss ich sagen. Ja, also von daher, meine herzliche Einladung. Sagen, sprechen Sie mit anderen Menschen, sprechen Sie mit jemandem, einen guten Freund von Scientists for Future. Machen wir eine 3er-4er-Konferenz, sprechen Sie mit jemandem, den Sie bei Fridays for Future kennen. Denn wie gesagt, wir glauben immer noch, dass wir es immer noch schaffen können, wenn wir eine große öffentliche Diskussion jetzt kriegen würden über den System Change, ja, dass wir es schaffen könnten, den Kohlestopp 2026 noch hinzukriegen. Ja? Und das ohne unsere Wirtschaft kaputt zu machen. Ja, ja, das ist ja unser Motto sozusagen. Ja. Und wir brauchen solche neuen, nicht nur Wissenschaftler-Plattformen, wir brauchen diese Diskussionsplattform in der Gesamtgesellschaft und wir brauchen auch diesen Umbruch der Entscheidungsstrukturen, wie es der Extinction Rebellion sich da mit den Bürgerversammlungen gedacht hat oder denkt, die wirklich dann diese Konzepte für den Wandel erforschen und die nicht mehr dabei gehindert werden dürften. Also die Regierungen haben das dann umzusetzen. Und wenn irgendwo klar ist, dass irgendwie zu sehr verlangsamt oder gelähmt wird, was jetzt echte Lösungskonzepte angeht, dann haben nicht die Lösungskonzepte zurechtgeschustert zu werden, sondern sämtliche politischen, ökonomischen und sonstigen Strukturen um uns herum haben so umgewandelt zu werden, dass sie aufs Ganze verantwortungsfähig werden können. Ja, und da muss ich dazu sagen, ja, das war auch für mich eine ganz große Enttäuschung, Extinction Rebellion, weil das ist ja so, es gibt ja Extinction Rebellion als Idee und es gibt einzelne Menschen. Und einzelne Menschen sind immer fehlerhaft auch irgendwie. Zum Beispiel haben die in Köln, haben die eingeladen in ein großes Treffzentrum, ja, und haben ausdrücklich geschrieben, herzliche Einladung zu offener Diskussion, ja. Mhm. Und dann wurde die Diskussion eröffnet und ich habe versucht, überhaupt nur mal kurz die Idee reinzubringen, Richtung Wohlfühlstimme oder was auch immer, ja. Und dann haben einzelne Personen das abgeblockt, weil für die war das quasi so, dass sie das nur als ausschließliche Werbeveranstaltung quasi gemacht hatten und das mit dem offenen Diskussion war gar nicht ernst gemeint, sondern die wollten eigentlich nur, dass da Leute möglichst viel in die Büchse spenden, sozusagen, und sie neue Mitwirkende gewinnen, aber Konzeptdiskussionen wollten sie überhaupt nicht. Das fand ich so schade, ja, das war so eine große Enttäuschung, wo ich mich frage, ist man in der linkeren Szene, gibt es da, ist da noch die Offenheit für die wissenschaftliche Diskussion oder weiß man dort schon alles? Also jedenfalls brauchen wir, ich drücke es ganz diplomatisch aus, wir brauchen dringend die tabufreie, nicht mehr zensierte Argumente-Plattform. Ja. Und die darf nicht mehr irgendwie ausgehebelt werden, auch von hinter der Ecke, auch durch eingeschleuste Kräfte zum Teil, die da in den neuen Bewegungen mitwirken. Da müssen wir alle die Augen offen halten und dafür entschieden eintreten. Ja. Ja. Also von daher, wo auch immer Sie eine Möglichkeit sehen, rufen Sie kurz an, sprechen Sie kurz drauf. Ich hätte einen Gesprächspartner für morgen um 10, würde das passen oder so. Oder ich habe noch ein paar Leute, soll man telefonieren?
anzurufen und anzumailen, dazu zu kommen, wenn wir irgendein Level erreichen, wo ich sagen kann, hier, da ist jetzt, stellen Sie sich vor, Eckart von Hirschhausen, ne, der vielleicht am wenigsten, der will keine Gesundheitsreform, ne, der will das alte System behalten, ne, dass Arzt im Prinzip die Lizenz zum Gelddrucken selber behält, sage ich mal so kritisch etwas. Aber sagen wir mal vielleicht Professor Quaschnik zum Beispiel, der wäre dabei. In dem Moment kriege ich wahrscheinlich sofort für so eine Telefonkonferenz zum Beispiel einige von den Professoren dazu. Ja, wir können uns ja gegenseitig auf dem Laufenden halten, wo wir da weitere Perspektiven sehen. So. Ja, wie gesagt, von mir aus jederzeit, sobald Sie eine Idee haben, wenn wir noch dazu holen könnten, bin ich so im Dreiergespräch oder so, ich bin immer sofort wieder dabei. Ja? Mhm. Also wir sind jeden Tag, produzieren wir die wissenschaftliche Tagesschau, manchmal bis zu 3 Sendungen produzieren wir jeden Tag. Und das veröffentlichen dann verschiedene kleine Sender. Ja, kann schon mal sagen, also da gibt es sehr interessante Namen, die so meist nicht so ganz im Mainstream sind. Gerald Hüther auf jeden Fall, ne, aber auch Franz Hörmann und solche Leute. Also wir bräuchten wirklich Tische auch mit freiem Austausch der verschiedenen Ideen von System Change. Genau, also, wäre toll, wenn Sie an Hörmann oder Hüther rankommen würden, denn der Gerald Hüther, der hat manche Sachen gesagt, wir haben sogar ein Video von ihm in die Homepage aufgenommen, weil er manche Sachen gesagt hat, die so gut zu uns gepasst haben, ja, sozusagen, auch so, die so, wo er so beschreibt, wie die Kinder zerstört werden, so ein bisschen. Ja, wir können ja gucken, ne? Also wie wir da weitere Kontakte finden und also können uns gegenseitig mit einbeziehen, dann so, ja. Ja, Sie haben wahrscheinlich tausendmal mehr Kontakte als wir. Nee, ja, da vertun Sie sich nicht. Also ich bin das Enfant terrible. Also das, was ich mache, wird sogar von den Alternativen noch verdrängt. Also das ist alles nicht so einfach. Also wir treffen da oft an Tabuschwellen, wo Leute abblocken, eben weil es ihnen zu nahe rückt. Das ist sehr schade. Und ich meine, in meinem Falle, also ich habe eine jahrelange Verleumdungsanzeigenkampagne mit Beteiligung des Staates gegen mich hinter mir schon, wo ein Rechtsanwalt sich dann für mich so kostenlos einschaltete und das alles niedergeschlagen werden konnte. Also wir arbeiten dagegen dicke Mauern. Aber wir können uns gegenseitig Hoffnung geben und wir können gucken, wo eröffnen sich Spielräume. Und wenn wir uns da gegenseitig jetzt sagen, das ist eine gegenseitige Einladung so, dann ist das ja schon eine Menge. Und dann können wir uns Gelegenheiten eben so sagen. Also wenn bei Ihnen irgendwelche Gesprächsrunden sind, wo ich reinpassen würde, aus Ihrer Sicht, dann herzlich gerne. Können Sie mir gerne Bescheid sagen. Ach so, ja, dann würde ich das machen. Denn wie gesagt, ich weiß jetzt nicht, ich könnte mal direkt gucken, ob ich schon wieder hier eine Anmeldung für den nächsten Talk habe. Ja, denn genau das wäre so mein Ziel, das Ganze vergrößern auf 3er, auf 4er Talks. Ja, ja, klar. Augenblick, ich gucke gerade mal nach hier. Gemacht, aber ich guck mal gerade schnell, ob ich das auf die Schnelle finde hier, ob ich vielleicht schon eine Nachricht über den nächsten Talk habe hier. Ich gucke gerade mal. Ja, da kommt eine Antwort. Da ist eine Antwort. Ja, nee. Also für morgen steht jetzt noch nichts fest. Das ist jetzt dann erst demnächst das Gespräch. Ich hoffe, dass das Candido sich meldet. Mhm. Ne? Candido sich meldet. Ja, bald. Ja. Und ich gehe im Moment so vor, dass ich ganz gezielt im Moment kleinere gesellschaftskritische Sender im Internet suche, bei YouTube suche, und die dann anmaile, beziehungsweise die jungen Leute, die Sender betreiben, die habe ich aufgefordert, die dann jeweils anzumailen. Ich suche die raus, schicke denen das. Aha, da ist ein neuer Sender, mit dem wir doch einen Talk machen könnten und die fragen dann dort an. Ja? Und das hat bis jetzt immer ganz gut geklappt und das will ich jetzt vertiefen und vielleicht könnten Sie ja auch in diese Richtung so ein bisschen wühlen, wer noch als Gesprächspartner in Frage kommen könnte. Ne? Wir können uns jedenfalls auf dem Laufenden halten, ne? Was wir da für Möglichkeiten sehen. Ich schicke Ihnen eine E-Mail, sobald ein Talk wieder ansteht, wo Sie dazukommen könnten. Na klar. Da geht das dann ganz einfach. Sie können ja schon mal googeln. Haben Sie schon mal gehört von GlobalSci.com? GlobalSci. Nee, sagt mir jetzt nichts.
Telefonkonferenz, da können sich die Schweizer in der Hauptstadt von Schweiz oder in Österreich in der Hauptstadt einwählen. Wir wählen uns in Berlin ein oder so, oder in Hamburg ist das, glaube ich, mittlerweile. Mhm. Und dann kostet es also nur das Gespräch, also wir haben eine Flatrate zum Beispiel nach Hamburg, ne? Mhm. Und das wäre dann ganz unkompliziert. Vielleicht nochmal kurz, wie heißt es? G-L-O-B-A? globasy.com. Alles klar. Super. Da haben wir die Nummern auch auf irgendwo auf unserer Homepage, einer unserer Homepages, und können dann auch die österreichische Nummer nennen, die Schweizer Nummer oder die deutsche Nummer nennen. Dann wählt man sich so einen achtstelligen Code, zum Beispiel 4x2, 4x3, mhm, und schon ist man zusammen und die Tonqualität ist sehr gut. Das ist super sowas, ja, auf jeden Fall. Ja, dann würde ich eine Mail schicken, sobald bei uns ein Talk da ist, mit vielleicht mit dem Geld, und dann machen wir wieder eine Talkrunde. Ja, sagen Sie gerne Bescheid. Alles klar, und ansonsten, sobald Sie irgendwas haben, jederzeit melden. Ne? Das mache ich. Alles klar, bis dann, tschüssi. Ja, bis dann, tschüss.